Tag, Leute. Tag, hey. Wie ist? Gut. Besser erst Mut antrinken. Visage ist ein anspruchsvolles Spiel. Geduld, intensive Nachforschungen und eine sinnvolle Verwaltung der Ressourcen bringen dich weiter. Also wir sind ein Geiselnehmer, oder wie? Wir werden es gleich erfahren. Oh, mehrere! Warte. Okay, okay. Okay, das war das Intro quasi. Also wir sind First Person, irgend so ein extrem komischer Typ, der gerade drei Leute einfach ermordet hat. Und was jetzt? Hä? Wir liegen in Blut. Und wir humpeln. Wir humpeln, ja. Warum humpeln wir? Alter, diese... Max, ich kann das nicht. Die Tür... Okay. Okay, jetzt sind wir dran. Du. Ey, wir schnicken, wer als erstes spielt. Nein, du spielst. Doch, wir müssen schnicken. Komm, du fängst an, es ist dein Stream. Ja, aber lass doch erstmal zusammen das analysieren gerade. Okay, da ist eine Treppe. Nee, und siehst du dieses rote Ding? Ja, geh da mal hin. Kann ich mich bewegen? Okay, wir können gucken. Oh Gott, ich dachte direkt, da wäre ein Bein oder sowas, Alter. Da ist das Licht an da oben. Ich würde trotzdem zu dem roten Blinklicht gehen. Max, soll ich einfach mal auf Ehrenbruder-Basis einmal komplett runterrennen? Ja, komm. Es klingelt was. Komm. Hello, Twain. It's Rose, your neighbor. I know it's late. And I know that I tend to be a little anxious about small things. But I'm getting a bit worried. I haven't seen you out of the house in about 3 weeks. Is everything all right? Could you call me just to let me know everything's fine? All right. Bye-bye. Also die hat sich erkundigt. Genau, unsere Nachbarin hat angerufen und hat gesagt, dass sie 3 Wochen lang niemand aus dem Haus kommen sehen hat. Und dass sie sich Sorgen macht. Wir müssen erstmal herausfinden, was wir hier schaffen müssen. Wir müssen, glaube ich, einfach probieren, uns erstmal zu... Okay. Okay. Wir müssen uns erstmal orientieren und dann gucken, wo wir... Bro, lauf doch nicht, ohne das mit mir abzuklären! Du läufst einfach... Was ist denn, wenn da irgendwas ist? Guck mal, wie gruselig dieses Haus alleine schon aussieht. Wer richtet sich so ein Haus ein? Und wer macht dann nicht diese Lampe da oben rechts auch noch an? Ja, mach die mal an. Komm, geh mal hin, mach die an. Was ist denn das überhaupt für ein hässliches Sofa? Das meine ich doch. Ist die Tür auf? Das klappt. Okay, sehr gut. Was ist daran gut? Ja, wir kommen nicht durch. Das ist schlecht. Das ist nicht schlecht. Das heißt... Bro, hör auf, dich zu bewegen, ohne etwas zu sagen! Wir brauchen auf jeden Fall einen Plan. Ohne jetzt einfach dumm rumzulaufen. Guck mal, wir sind jetzt runtergelaufen, jetzt wieder hoch. Ja. Ich habe halt Angst, seit Slenderman, dass man sich jetzt umdreht und dann ist man tot, mehr oder weniger. Weißt du, ja, wie ich meine? Ja. Ich übernehme das Ganze. Ey, ganz kurz, ich hab... Nein, nein, nein. Doch. Okay, ja, mach. Guck mal, da vorne die Lampe ist aus. Ich probiere es mal anzumachen. Ja. Verstand. Der Verstand deines Charakters beeinflusst dein Spiel entscheidend. Unter anderem wird der Verstand deines Charakters deutlich verwirrter, wenn du zu lange in der Dunkelheit herumstehst. Der Zustand des Verstandes deines Charakters wird unten links auf dem Bildschirm auf dem Gehirnsymbol angezeigt. Je deutlicher das Gehirn zu sehen ist, desto verwirrter ist dein Charakter. Scheiße, da müssen wir uns echt ein bisschen bewegen. Und es könnte gefährlich werden. Oh, ach so. Das heißt, es wird umso gefährlicher, je mehr wir rumstehen. Ja, ja, ja. Das Symbol einer roten Wolke wird angezeigt, wenn du dich in einer Stresssituation befindest, die den Verstand deines Charakters beeinflusst. Okay, das heißt, wir müssten eigentlich... vernünftig vorgehen. Bro, warum drückst du einfach? Ab jetzt geht's los mit dem Verstand. Müssen. Ja, wir müssen das Licht anmachen. Ja, dann mach schnell. Oh, ist aus. Da. Komm, zack. Ist hier noch ein Ich will da nicht durch. Ich gehe hier runter, okay? Aber man sollte nie in den Keller gehen, oder? Nee. Und jetzt gehen wir links. Aus dem Zimmer kommen wir raus, oder können wir da rein? Aus dem kamen wir raus. Ich guck mal, ob wir da wieder rein können. Da kommen wir nicht rein. Okay, du brauchst da ab. Das, also wir lagen anscheinend blutverströmt in der Garage. Alter. Ja. Das ist irgendwie so ein Betaltar oder so. Ah, Fortschrittsraum. Ah! In diesem Zimmer werden die Gegenstände aufbewahrt, die deinen Fortschritt im Spiel anzeigen. Diese Gegenstände werden auf unterschiedliche Art und Weise gesammelt, darunter auch am Ende eines Kapitels. Sobald du sie eingesammelt hast, werden sie automatisch im Fortschrittsraum angezeigt. Okay. Soll ich mal weitermachen? Ja, komm. Hier, wie mal. Also das hier ist nur der Fortschrittsraum. Wir müssen dahin zurück, wo wir gerade hergekommen sind. Also, weißt du, da wo es die Treppe runterging.
Okay, das heißt, wir kommen nirgendwo rein, ganz kurz zusammengefasst. Und müssen nach unten. Ja, rechts ging es auch lang, aber da ist halt fucking dunkel. Paranormale Ereignisse. Während des Spiels treten immer wieder paranormale Ereignisse auf. Du solltest lernen, sie zu erkennen, da sie deinen Fortschritt behindern und deinen Verstand deutlich verwirren. Die Anzahl der paranormalen Ereignisse hängt direkt von dem Zustand deines Verstandes ab. Ah. Also spielt sich vor allem im Kopf ab. Okay, ja. Wir dürfen auf gar keinen Fall also im Dunkeln stehen, weil sonst ja. Geht's richtig los. Okay, jetzt brauchen wir mal einen Plan, weil ich muss da direkt loslaufen. Soll ich einfach loslaufen, wir machen Augen zu, ich laufe einfach mal geradeaus? Durchmarschieren. Aber dann stehen wir danach vor einer Wand wahrscheinlich. Nee, guck mal, wir sehen es doch. Da ist eine Tür offen? Ja. Okay. Ist oh, siehst du, siehst du, aber das Licht. Im Radio. Das klemmt wahrscheinlich auch. Ja, geht nicht. Okay, laufen wir nach oben. Ein Schlüssel. Okay, nimm mal. Wenn du diesen Gegenstand aufnimmst, beginnt ein neues Kapitel. Du kannst kein anderes Kapitel beginnen, bis du dieses abgeschlossen hast. Wir sind in diesem Haus und in jedem Raum ist quasi eine neue Quest. Hm. Und immer wenn wir eine Quest geschafft haben, geht das in den Fortschrittsraum rein. Ja, 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 das könnte sein. Und im ganzen Raum sind Schlüssel verteilt für jeden Raum. Denke ich jetzt mal so. Falls irgendjemand von euch das Spiel schon gespielt hat, der wird sich jetzt wahrscheinlich denken, es ist überhaupt nicht so. Unser Gehirn, Bro, beweg dich! Wieso ist das Licht aus? Ist das Licht ausgegangen? Ich stehe doch im Hellen. Okay, jetzt ist verschwindet. Ja, wir standen zu lange da. Okay. Nehmen wir den Schlüssel? Ich würde erst mal sagen, wir laufen erst hoch, bevor wir uns für irgendwas hier entscheiden. Wir schauen uns erstmal alles an. Warum ist da Musik? Warum ist so Bro, drin? Laufen wir in das Zimmer, was beleuchtet ist? Ja. Okay. Langsam. Okay, überhaupt nichts Schlimmes. Ich glaube, das ist nicht das Ziel, uns hier anzugucken, was sie da machen. Vielleicht ist da ja was drin, noch ein Schlüssel oder so. Boah, wir sind im Dunkeln, wir sind im Dunkeln. Sucht Medizin für den Verstand. Schreibt jemand, gibt's da Medizin? Tabletten. Ja. Tabletten unterstützen deinen Verstand. Sie sind absolut überlebenswichtig. Wenn dein Verstand immer verwirrter wird, dann sind sie der einzige gangbare Weg, um ihn wieder gerade zu rücken. Ja, lass die mitnehmen, oder? Geht das? Ja. Ja, haben wir dabei. Guck mal hier. Okay. Zählt das als Licht? Ja, das zählt als Licht. Okay, sehr gut. Das ist so verrückt. Warum machst du das auf? Wir können nicht mal sehen, was da drin ist. Okay, da ist es komplett dunkel. Da, warte, dann brauchen wir kurz einen Plan. Soll ich die Kamikaze-Aktion machen und runterlaufen? Geh da rein. Ja, mach ich. Komm, los. Max, ich weiß nicht, wie ich zurück in den Raum komme. Bin ich zurück im Raum? Nein. Max, ich weiß nicht, ich sehe doch nichts. Zieh die Maske ab. Vermeide es, zu lange im Dunkeln zu stehen. Ja, ich mach nichts. Ich setz die Maske nicht ab, auf gar keinen Fall. Die Tür ist zugegangen. Bro, was sagt unser Gehirn? Es ist rot. Geh wieder rein in den Raum. Okay, wir sind da. Okay. Ach Leute, da ging es außen rum. Checkst du? Ah, okay. Wollen wir einfach den Schlüssel mal nehmen und ein bisschen vorankommen? Ja, wir müssen ihn nehmen. Ich probiere erstmal hier, ob wir hier noch irgendwo hin können. Kellerschlüssel, das wird der Kellerschlüssel sein. Digga, wir müssen direkt in den Keller, willst du mich verarschen? Okay. Nimm den Schlüssel! Bro, das ist das Schlimmste, das ist die schlimmste Horrormusik. Ja, dieses New York 19. Jahrhundert Café. Wenn du diesen Gegenstand aufnimmst, beginnt ein neues Kapitel. Komm, annehmen. Gegenstände. Es gibt zwei Arten von Gegenständen. Wichtige Gegenstände und dynamische Gegenstände. Dynamische Gegenstände werden, wenn möglich, in einem dynamischen Inventar gelagert. Sie sind in der Regel verwertbar. Wichtige Gegenstände sind absolut wichtig für deinen Fortschritt und werden im Inventar wichtiger Gegenstände gelagert. Weißt du, was da drauf steht? Basement. Das ist Kellerschlüssel. Dolores Kapitel, ein oh, seltsamer Dolores Traum. Ist schon so ein scheiß Name, Alter. Das heißt, ab sofort geht's richtig los. Nein! Da sind wir auch schon. Nein! Bro, nein! Ich gehe da nicht rein! Looking for the garage key. Den haben wir. It's probably. Wir haben nicht den garage key, wir haben den Keller key. Wir haben den Basement key. It's probably in your jeans pocket. Steht das da? In the laundry room. Ah, okay, guck, das heißt überall ist ein Schlüssel. Bro, weißt du, wo die Garage ist?
Da lagen wir blutend drin. Ja, nee. Doch, das war die Garage. Aber hier steht doch... Kellerschlüssel haben wir doch. Wir haben Basement-Schlüssel, einen Kellerschlüssel. Ja. Dann muss das doch der Keller sein, das ist doch der tiefste Raum. Eigentlich schon. Wo ist die Garage? Wir wissen nur, dass ein anderer Schlüssel noch im Laundry Room ist, also im Ankleidezimmer. Dass das denn irgendwo hier ist, ist ja klar, ist ja mittlerweile bekannt. Der Schlüssel passt auch nicht hier. Ist das mal ganz logisch vorgehen? Das heißt, wir müssen nach hier laufen und ich teste jetzt mal hier. Nee, das ist ja ein Spiegelschlüssel, das hatten wir schon. Schlüssel mit einem kleinen Spiegel. Ja, aber vielleicht war das ein Spiegel auf diesem kleinen Ding. Unten passt auch nicht, da müssen wir nicht nochmal hinlaufen. Ja, 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 ja. Schlüssel mit, auch Schlüssel mit einem kleinen Spiegel. Komisch, ja. Ist die Tür da links? Wenn es jetzt die Tür direkt nebendran ist, dann wäre das noch dumm. Nee, die war es auch nicht, ne? Nee, die war es auch nicht, da waren wir. Okay, Bro, das heißt, es muss irgendwo oben sein. Vor allem muss oben dann auch der Laundry Room sein, weil hier rechts ist ja kein Laundry Room. Ja, ja. Oder der ist halt hinter irgendeiner Tür. Ich gehe jetzt erstmal hier ins Badezimmer, damit wir im Hellen sind. Ja. Das sieht so aus, wenn das das Schlafzimmer wäre. Weißt du? Mhm. Da ist der Schlüssel mit dem kleinen Spiegel. Helena, das ist nicht der Schlüssel mit dem kleinen Spiegel. Da, sonst hätte der gesagt... Schreiben aber alle. Das hier ist die mit dem kleinen Spiegel. Nein. Bro, lauf irgendwo ins Licht! Lauf ins Licht! So, jetzt gehe ich direkt zu der Tür. Diese Tür ist nicht verschlossen. Digga, dann ist die gerade aufgegangen, oder wie? Ja,